Hallo, was ist Fast-Testing in unter 30 Sekunden? Fast-Testing ist im Grunde einfach nur ein bisschen klügerer Brute-Force-Test. Das heißt, man hat einfach sein Programm, packt da zufällige Eingaben rein und guckt dann, stürzt es ab oder läuft alles normal. Das ist Fast-Testing. Das Ziel beim Fast-Testing ist einfach, ein Programm mit undenkbaren oder falschen Eingaben zu füttern, an die man halt nicht denkt beim normalen Test. So, das war's. Im Grunde könnte ich das jetzt beenden, aber ich will noch mal zwei Beispiele mit reinmachen. Wo ist meine Maus? Hier. Sagen wir haben eine Software, die wir testen wollen. Zum Beispiel einen HTTP-Server. Und jetzt sind wir zum Beispiel der User, der Entwickler und schicken dem HTTP-Server aus Testgründen einfach mal einen HTTP-GET-Request. Und wir benutzen in dem GET-Request einfach dieses HTTP 1.1-Protokoll und sagen als Host google.com und schicken das an den Server. Das ist soweit alles erstmal normal. So, jetzt kommt der Fuzzer ins Spiel. Der Fuzzer, der schickt auch erstmal denselben Request. Und wartet dann auf die Antwort, guckt sich die Antwort an, guckt sich auch an, wie der Server reagiert. Stürzt er ab, stürzt er nicht ab, läuft alles wie er geplant. So, das war jetzt ein Test. Was er dann macht, ist, er ändert ein ganz kleines Stück vom Request. Zum Beispiel hier macht er das, wo ist die Maus hier, macht er das AF rein und schickt wieder einen Request an den Server und guckt wieder, was macht der Server. Und ändert wieder was, guckt wieder, ändert wieder was, guckt wieder, ändert, guckt und irgendwann, bam. Dann stürzt der Server ab. Und jetzt wird es interessant. Ah, Moment mal, guck mal hier. Wenn wir statt diesem Slash hier diese komischen japanischen Zeichen reinmachen, dann stürzt der Server ab. Okay, das sollten wir auf jeden Fall dokumentieren. Okay, wir testen einfach weiter. Oh, auch interessant, okay. Wenn wir das letzte japanische Zeichen, was übrigens ein O war, rausnehmen, dann stürzt der Server nicht ab. Das sollten wir auch dokumentieren. Okay. Und so gehen die Tests einfach immer weiter und oh, jetzt haben wir schon wieder hier einen Crash. Das sollten wir natürlich dokumentieren. Was hier bei diesem Request auffällt, ist, das ist kein wirklicher Request mehr. Das ist mehr halt Müll. Und genau das ist der Punkt beim Fast-Testing, dass man eben mit Müll testet. Mit Eingaben, an die keiner denken würde. Mit Eingaben, die man nicht sieht. ASCII-Zeichen, die man nicht sieht. Jetzt mal was Besonderes für meine Präsentation. Hier ein bisschen Text. Ein bisschen noch mit Japanisch dabei. Okay, warum ist Fast-Testing wichtig? Wenn man ein Programm entwickelt, dann macht man natürlich bestimmte Tests, man überlegt sich bestimmte Eingaben, überlegt sich, was für Ausgaben die haben und entwickelt entsprechend dem sein Programm und guckt auch immer, ob das Programm sauber läuft. Aber es wird immer irgendwelche Eingaben geben, mit denen man nicht gerechnet hat. Mal abgesehen davon, dass es einfach unglaublich viele mögliche Eingaben gibt. Und Angreifer, und das ist jetzt das Schwierige, Angreifer benutzen genau diese Eingaben, benutzen genau hier diesen Müll, der da unten steht, um dann irgendwie das Programm zum Crashen zu bringen und dann vielleicht Kontrolle über den Server zu bekommen. Und das soll der Fast-Test eben abdecken, diese Mülleingaben. Und deswegen ist Fast-Testing wichtig. Und was hier unten noch steht in Japanisch, ich kannte das auch noch nicht, das Fast-Testing, aber ich fand es sehr interessant und ich komme zu dem Schluss, für mich eigentlich sollte das jeder benutzen. Laut Wikipedia hat, glaube ich, Google bei Google Chrome damit 16.000 Fehler gefunden oder sowas. Das ist schon eine ordentliche Nummer, würde ich sagen. Aber gut. Das soll es erstmal gewesen sein zum allgemeinen Fast-Testing. Ich will jetzt nochmal ein Tool vorstellen, und zwar AFL. Ist ein Open-Source-Programm. Ist die Abkürzung für American Fuzzy Lob. Das ist eigentlich nur diese, wo ist die Maus hier? Dieses Kaninchen hier, diese Kaninchensorte. So heißt aber auch das Programm. Übrigens, wer das in Action sehen will, der kann sich hier dieses Video angucken. Fand ich sehr interessant. Da wird man auch feststellen, warum man unbedingt Fast-Testing benutzen soll. Aber gut. Also eben habe ich das hier erklärt. Wir hatten einen Server, wir hatten unseren Fuzzer, der schickt einen HTTP-Request. Okay. AFL funktioniert ein bisschen anders. AFL funktioniert mit Dateien. Das heißt, wir schicken keinen Netzwerk-Request oder sowas, sondern wir nehmen eine Datei als Input für unser Programm. Deswegen ändern wir kurz unser Beispiel und das sieht jetzt so aus. AFL schickt eine Bilddatei an unser Bildbearbeitungsprogramm, zum Beispiel GIMP, und versucht es damit zum Abstürzen zu bringen. Bevor wir unseren Test aber beginnen können, müssen wir unser Programm, also GIMP, erst instrumentieren. Was zum Teufel ist instrumentieren? Ich springe mal kurz hier rüber. Sagen wir, das sind unsere Quellcode-Dateien, C++ Quellcode-Dateien für GIMP. Im Normalfall würden die einfach kompiliert werden und da kommt dann eine binäre Datei raus, GIMP. Und das ist aber im Normalfall kann man da nicht wirklich reingucken oder nicht viel rauslesen. Das ist so eine Art Blackbox. Und was jetzt AFL macht, ist, wenn man AFL benutzt, dann kompiliert man das mit AFL. Und dann kommt so eine Art annotierte Binärdatei raus. Also, wo so Punkte stehen, an denen sich AFL orientieren kann, wo es schon mal war im Code. Und dadurch kann man auch die Testabdeckung dann zum Beispiel verifizieren. Das ist von der Idee her sowas wie diese Annotationen, die es gibt, wenn man ein Debug-Build macht.
die dann dem Debugger sagen, an welchem Ort, also wo ist die Maus hier, zum Beispiel, dass dieser Ort der Binärdatei mit dieser Ort im mit diesem Ort im Quellcode zusammenhängt. Also es ist von der Idee her genau dasselbe, nur es wird hier anders benutzt. So, jetzt gehen wir nochmal zurück hier. Ich hole mir mal einen tollen Stift. So, also unser AFL will also jetzt ein Bild nach GIMP schicken und will jetzt gucken, ob das abstürzt. So, wir schicken erstmal ein normales Bild und dann gucken wir, stellen wir fest, okay, die Ausführungsroute, also der Code oder der Maschinencode, der begangen wird, wenn wir dieses Bild hier reintun, ist dieses hier. Das heißt, der Rest des Maschinencodes wird überhaupt nicht angefasst. Und was wir dann machen ist, oder was AFL dann macht ist, es ändert ein bisschen von dem Bild und guckt dann, okay, ändert sich die Route? Wie ändert sich die Route? Zum Beispiel, die Route könnte ja diesmal so verlaufen. Ah, okay, mit der Eingabe haben wir die Route, okay. Dann ändern wir nochmal ein bisschen was und vielleicht haben wir dann diese Route hier. Und vielleicht ändern wir noch ein bisschen was und dann kommen wir plötzlich noch bis hier. Und hier ist dann schon Programmende. Er muss nicht unbedingt ein Absturz sein, kann auch ganz normales Ende sein. Ah, okay. Okay, ändern wir nochmal ein bisschen was. Hier, guck mal, haben wir so ein bisschen noch. Okay, plötzlich ist die Route komplett anders. Ah, okay. Okay. Und so wird halt diese Datei Stück für Stück verändert und jedes Mal geguckt, wie verhält sich GIMP oder wie verhält sich das Programm an der Stelle. Und jedes Mal, also so, weißt du, so hier dieser Pfad, diese ganzen Pfade werden alle dokumentiert von AFL, benutzt AFL. Das läuft mit einem genetischen Algorithmus, um die möglichst besten Pfade auszuwählen. Weil es gibt natürlich sehr viele, wir wollen nicht alle testen, das wäre ja reines Brute Force und würde auch ewig Zeit kosten. Wir wollen nur die testen, die sinnvoll sind. Deswegen, die werden alle markiert und irgendwann haben wir dann hier so einen Pfad, vielleicht, ah, okay, wenn wir den Pfad gehen, okay, dann knallt's. Dann crasht unser GIMP und das ist auch natürlich, das notiert, dokumentiert natürlich AFL auch, aber das ist jetzt für den Programmierer. Das ist für AFL selbst und das ist für den Programmierer. Und das kann sich der Programmierer dann angucken, kann in den Debugger laden und gucken, okay, mit der Eingabe hier, zum Beispiel, weiß nicht, mit so einem Bild, ah, dann crasht das, okay, jetzt können wir debuggen und gucken und fixen. Das ist im Grunde grob, wie AFL funktioniert. Okay, das Video ist aber jetzt inzwischen schon sehr viel länger als 30 Sekunden geworden. Bei irgendwelchen Fragen, Kommentaren, alles Kommentare, Anmerkungen. Und auf jeden Fall in die Videobeschreibung gucken, weil ich natürlich Updates vom Video da reinschreibe. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen.